Zethanos Principle, ich möchte mich in dieser Folge mal wieder um einige Easter Eggs kümmern. Gespielt von Raste, wir sind hier im Sektor B. Noch schön, eine schöne altägyptische Kathedrale. Kathedrale ist bestimmt verkehrter Ausdruck, aber ihr wisst, was ich meinte. Wir müssen in die Welt 5 und dort werden wir als erstes mal in Richtung Säule gehen, um das erste Easter Egg zu suchen bzw. zu finden. Vor der Säule können wir schon links, dort seht ihr ein einzelnes Mauerstück, da müssen wir dran vorbei. Einmal hier durchgehen. Hier sind wir genau richtig. Und dort zu den Mauertypen im Meer. Da müssen wir hin. Das machen wir nun mal auch. Okay, wir kriegen nasse Füße. Von hier aus, wenn wir auf die Platte kommen, wenn wir nicht daneben springen. Das muss aber gut sein. So, jetzt sind wir oben. Hier haben wir ein Fernglas, ein Fernrohr, wie das auch immer. Nur wenn wir das aktivieren wollen, fehlt uns ein Schlüssel. Derjenige, der hier vorher war, hat seinen Schlüssel allerdings im Wasser verloren. Wenn wir hier jetzt reinspringen, liegt direkt auf der Ecke unten der Schlüssel. Also gehen wir mal wieder rum. Und springen hier mal wieder hoch. So geht's doch. Also. Okay. Und jetzt können wir auch das Fernglas benutzen. Wenn wir hier jetzt am Strand lang schauen, dort sehen wir Lady Liberty. Wem dieses Bild bekannt vorkommt oder große Ähnlichkeit herstellen kann, der erinnert sich auch an den Planet der Affen, an die alte fünfteilige Folgen Kinofilme. Nicht an die neue Verfilmung. Ich finde die alten Verfilmungen von den Emotionen her sowieso viel schöner. Und naja, auf jeden Fall war das das erste Easter Egg. Auf zum zweiten. Und das zweite ist ebenfalls einfach zu finden. Dazu brauchen wir mal wieder muss ich sagen, unseren ominösen Raum, bei dem wir schon den Ventilator für den Stern geholt haben. Und zwar diesen hier. Natürlich brauchen wir wieder die Kisten. Natürlich sollte uns das wieder mal vor nicht allzu großen Probleme stellen. Die erste Kiste. Die zweite Kiste. Ach komm. Wir müssen doch die Tür aufhalten. Mal hier mal wieder kurz. Wieder mal hier abstellen.
wieder einmal eine Kiste in den Ventilator schubsen. Auf die Mauer kriegt, aber diesmal zusehen, dass wir auf der Mauer stehen bleiben. Dann können wir uns von hier aus nicht auf die Kiste greifen. Hier runterspringen. Als erste schubsen wir die Kiste rüber, schnappen uns den Ventilator und springen dann hinterher. Nun können wir tauschen. Wir brauchen die Kiste und laufen hier einmal schräg rüber. Hier wird die Kiste gestellt. Kaum wieder zu finden. Dort ist der Ventilator. Und gleich wird auch schon klar, warum ich das gemacht habe. Von hier aus können wir jetzt auf die Mauer springen. Und dort sehen wir nämlich noch ein Getriebe für den Ventilator. Von hier aus springen wir doch jetzt erstmal fliegen. Hier rüber. Können die Aussicht genießen. Wie ihr seht, habe ich den Flug mal schnell den Screenshot gemacht. Und dann gehen wir mal rein hier. Eine Höhle. Wer das nicht kennt, kennt sich in Musik nicht aus. Ich war dieses Symbol, das beziehungsweise diese Grafik kennen viele, viele, viele Musikliebhaber. Von Pink Floyd, The Dark Side of the Moon heißt die Scheibe. Sollte man unbedingt mal reinhören. Es ist eine fantastische Musik, die immer wieder begeistert, so alt wie sie auch ist. Aber Musikgeschmack ist bekanntlich unterschiedlich und man kann nicht alle für dieselbe Musik begeistern. Zumindest waren die Entwickler von Talos Principle begeistert von der Musik und haben uns dieses hier gegönnt. Besten Dank dafür. Und das war es dann auch schon mit den Easter Eggs. Jetzt geht's für mich zurück. Euch viel Spaß beim Aufsuchen der Easter Eggs, beim Nachmachen. Bis zum nächsten Video.